wenn wir als Mannschaft eine gute Leistung auf den Platz bringen, wenn wir es schaffen, gemeinsam in jeder Spielphase zu agieren, dann haben wir Spieler, die Spiele entscheiden können. Aber da dürfen wir einen zweiten Schritt nicht vom ersten machen. Ja, es ist eine absolute Verpflichtung, nicht nur bessere Ergebnisse abzuliefern, sondern erstmal natürlich auch eine bessere Leistung als im letzten Heimspiel. Wir wissen, dass uns unsere Fans ja immer unterstützen, dass sie sehr zahlreich morgen da sein werden. Es ist ein Flutlichtspiel, es ist ein toller Rahmen in einem schönen, tollen Stadion. Und wir haben uns natürlich auch selbst dann viel vorgenommen, morgen eine dementsprechende Leistung abzuliefern. Das beinhaltet ja viele Dinge, die wir unter der Woche auch wieder thematisiert haben, die wir für das Spiel morgen bei einer sehr guten Mannschaft brauchen werden, um dann das von dir angesprochene gute Ergebnis natürlich auch mit nach Bielefeld zu bringen. Angriff wird sicherlich eine Methode sein. Wichtig ist Mut und Überzeugung. Ich denke, das hat man auch in der zweiten Halbzeit gegen Karlsruhe gesehen, dass wir dort deutlich mehr diese Eigenschaften auf den Platz gebracht haben und eigentlich sofort in den Minuten nach der Pause auch viel aktiver waren, das 1-1 schießen. Und davon brauchen wir morgen natürlich auch einfach deutlich größere Phasen, in denen wir das Spiel viel aktiver gestalten. Wir haben es natürlich jetzt oft so gehabt, dass wir hinten die letzte Linie auch umbauen mussten, ein bisschen dazu gezwungen wurden. Das macht natürlich die Automatismen dann nicht unbedingt einfacher, aber so ist die Situation. Ich bin niemand, der dann lamentiert, der rumjammert, sondern wir haben immer noch genug Spieler, die heute auf dem Platz standen. Das waren 20, also deutlich mehr als 11. Und jeder hat ja auch den Anspruch, hier für Arminia Bielefeld zu spielen. Und das ist auch das, was ich von den Spielern erwarte, dass sie genau auf diese Chance, die sich vielleicht in diesem Moment dann ergibt, dass sie darauf lauern und dann auch zupacken. Ja, und da geht es auch um einfache Dinge. Ja, wir erwarten keine Wunderdinge, sondern einfache Dinge, Entschlossenheit, Konsequenz, Mut, Emotionalität, auch in guten wie in schlechten Phasen. Ja, einfach von diesen Dingen ganz viel ins Spiel reinzupacken, um sich dann in ein Spiel reinzuarbeiten und auch aus dieser Situation dann rauszuarbeiten. Das werden wir nur gemeinsam schaffen, das weiß die Mannschaft auch. Und wir sind davon überzeugt, dass wir morgen viel von dem brauchen, aber dass wir es auch auf den Platz kriegen werden, in einer deutlich besseren Art als letzte Woche. Ja, auf dem Trainingsplatz ist er ja schon. Das ist erstmal der erste Schritt, der erste wichtige Schritt. Wie gesagt, er hat jetzt Teile mitgemacht, hat da einen sehr guten, präsenten Eindruck gemacht. Jetzt wird er fürs Wochenende keine Option sein. Nächste Woche werden wir dann schauen, auch von Tag zu Tag, wie es ihm geht. Ich denke, dass es dann schon Richtung Mitte, Ende der Woche natürlich wieder, dass er in der Lage sein wird, den nächsten Schritt zu gehen, also ein Teil oder eine Option für den Kader sein wird. Man darf natürlich nicht einfach nicht vernachlässigen, dass er längere Zeit raus war. Ne? Und dass es jetzt nicht von jetzt auf gleich dann mit ein oder zwei Trainingseinheiten wieder einen Schritt zurückgemacht wird und er sofort in der Startformation stehen kann. Das bedarf natürlich Trainingseinheiten, um natürlich die Bindung zur Mannschaft wieder zu haben, aber dennoch physisch im Teamtraining auch gewisse Abläufe wieder zu haben. Und ich bin optimistisch, dass es nicht allzu lang dauert. Aber da jetzt eine klare Prognose, ob es schon für Mittwoch in Richtung Kader dann geht, reicht, das kann und will ich jetzt nicht geben. Da werden wir nächste Woche, wie gesagt, die ersten ein, zwei Tage nochmal abwarten. Fakt ist aber, wenn jetzt nichts dazwischen kommt, dann wird es auch nicht mehr allzu lange dauern.